Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal meiner Meinung nach die Top 5 besten LSC Paintjobs präsentieren. Und ja, da fangen wir auf jeden Fall schon mal direkt an. Im LSC angekommen geht ihr in die Kategorie Metallic und dort sucht ihr euch die Farbe Schokobraun aus. Farbe gefunden habt, dann geht ihr einfach zum Perleffekt und dort wählt ihr euch das ultrablaue Perleffekt aus. Und ja, fertig ist das erste Auto. Ich hoffe, das erste Auto gefällt euch. Also ich finde es auf jeden Fall wirklich sehr nice. So, fürs zweite Auto gehen wir einfach in die Kategorie Matt. Dort wählen wir uns dann in Blau aus, machen dann den Perleffekt Glitch. Dafür gehen wir in die Metallic-Kategorie, switchen dort ein bisschen runter, gehen dann einmal raus, gehen dann einmal auf Nummernschild, wechseln einmal das Nummernschild, gehen dann wieder auf Lackierung und schon können wir einen Perleffekt auf eine Mattfarbe drauf machen. Und ja, hier wählen wir uns jetzt ein Torino Rot. Und ja Leute, das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Für das dritte Auto gehen wir wieder in die Kategorie Matt rein. Dort suchen wir uns dann ein Schwarz aus, machen dann wieder den Perleffekt-Glitch, gehen einmal in die Metallic-Kategorie rein, switchen dort einfach ein bisschen runter. Dann gehen wir wieder zurück, einmal in das Nummernschild rein, wechseln dort einmal das Nummernschild und schon können wir einen Perleffekt auf das Matt drauf machen. Und dort wählen wir uns auf jeden Fall jetzt ein schönes helles Lila aus. Und ja, fertig ist das dritte Auto. Ich finde auch, das sieht auch natürlich wieder richtig nice aus. So, fürs vierte Auto gehen wir wieder in die Kategorie Metallic und dort suchen wir uns dann das Spinakerlila aus. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir dann einfach in Perleffekt rein und dort suchen wir uns dann das taugelbe Perleffekt aus. So, fürs letzte Auto gehen wir nochmal in die Kategorie Matt rein. Dort wählen wir uns dann das Matt Rot aus. Dann machen wir wieder den Perleffekt-Glitch, indem wir einmal in die Metallic-Farben reingehen. Einfach mal ein bisschen runter switchen, dann gehen wir zurück raus in die Nummernschilder rein, wechseln einmal das Nummernschild. Und dann können wir das Perleffekt auf ein Matt drauf machen. Und dort wählen wir jetzt das Renngelb aus.
Ja, und diese Lackierung ist auch definitiv einer meiner Favoriten. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.